ich letztes Jahr schon im April bei Wir wachen auf Hannover gestanden und wir haben nicht gedacht, dass der ganze Mist so lange dauert. Wir haben gedacht, es wird viel schneller kippen. Aber... Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Genau dafür stehen wir hier. Dass es keine Diktatur gibt oder dass wir nicht noch weiter reinschlittern in diese Diktatur. Denn viele Ärzte sind inzwischen gekauft worden. Viele Ärzte haben viel Geld verdient durch Corona-Schwerpunktpraxen, durch die Impfpraxen jetzt, durch die Impfzentren, in denen sie arbeiten, durch die mobilen Impfbusse, in denen sie jetzt unterwegs sind und unsere Kinder und unsere Jugendlichen und uns selbst vor unseren Augen krank und tot impfen. Das müssen wir verhindern. Wir müssen die Ärzte in die Haftung nehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie wieder aufwachen und sagen, was machen wir hier eigentlich? Wir schaffen gerade eine Diktatur. Und wir schaffen eine faschistoide Hygieneüberwachungsdiktatur weltweit. Das können wir nicht mit uns gefallen, können wir es nicht gefallen lassen. Das müssen wir unbedingt verhindern. Die Perindigni, die auch schon jetzt Berufsverbot mehr oder weniger bekommen hat, die Approbation soll ruhen im Moment. Rolf Kohn hatte 11 Wochen Berufsverbot. Wir wurden alle schon untersucht, wir haben schon Razzien gehabt. Man will uns mundtot machen, weil wir die Wahrheit sagen. Perin hat ein ganz, ganz tolles Lied geschrieben jetzt, wo der Hippokratische Eid mit erwähnt wird in vielen Textpassagen und der Nürnberger Kodex. Wir müssen uns dagegen wehren, dass wir als Ärzte missbraucht werden, hier die Menschheit mit auszulöschen. Diese Notfallzulassung der Impfstoffe müssen vom Markt. Wir haben keine epidemische Lage nationaler Tragweite, also müssen die Notfallzulassungen zurückgenommen werden. Die impfen uns ja alle krank und tot und das sind keine Impfungen. Es sind Kampfstoffe, es sind biologische Kampfstoffe der 5. Generation, die sogar die Ungeimpften mit betreffen können. Durch Übertragung von Spike-Proteinen und so weiter. Und wir müssen das verhindern. Wir sind aufrecht, wir stehen aufrecht, wir haben natürlich auch Angst irgendwo, die Approbation zu verlieren, was uns angedroht wurde, dass sie uns ins Gefängnis stecken und so weiter. Aber wir stehen trotzdem hier, wir haben Kinder. Ich habe auch Enkelkinder schon. Pirin hat auch schon Enkelkinder. Wir stehen hier für diese Kinder und wir kämpfen bis zum Umfallen. Ihr seid fantastisch. Danke. Wir 4 Ärzte stehen hier nicht nur als 4 Ärzte. Es gibt Tausende und Abertausende Kollegen, die hier nicht stehen können, weil sie auch einen Job haben, weil sie ein Haus finanzieren müssen, eine Familie finanzieren müssen, die sich nicht trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen und auf die Bühne zu steigen. Wir waren mutig, wir mussten unseren Kopf dafür hinhalten. Wir hatten Razzien im Haus, ihr glaubt es nicht, man kommt sich vor wie ein Schwerstterrorist, wenn 30, 40 Polizisten in der Früh um 6 die Bude stürmen. Es ist unglaublich und das als Arzt, der seit 1996 nichts anderes macht, als kleine Kinder gesund zu machen. Es ist unglaublich. Wir stehen hier für eine Riesenallianz von Ärzten. Die World Doctor Alliance, die Ärzte stehen auf, das internationale Ärztenetzwerk. Wir haben im Hintergrund Zehntausende von Ärzten. Und das Schlimme ist, dass diese Ärzte nicht zu Wort kommen können, sondern ein Tierarzt und ein Labormediziner, der selbst sagt, wenn ihr einen Schnupfen habt, dann dürft ihr nicht zu mir kommen. Ich habe keine Ahnung. Drosten. Ja? Drosten, der sagt, Corona ist eigentlich ein völlig harmloses Schnupfenerreger. Ist es auch. Aber was wir draus machen, das ist die große Lüge. Und da müssten wir Ärzte jetzt für Medizinbelange wieder zu Wort kommen dürfen. Und wir dürfen nicht. Ein Dr. Wodak, ein Professor Bakti, die wurden alle in ihrer Meinung unterdrückt und diffamiert. Aber unsere Meinung als Mediziner ist sehr stark und sehr eins. Wir rocken das. Danke, Berlin. Jetzt singt die Pirin. Einige Male hat es, glaube ich, schon aufgeführt, oder? Ja? Ist noch relativ. Also, gibt es hier keinen Mikrofonständer? Dass ich, oder wie heißt es? Also, ich habe ein neues Lied gemacht, hey Guy. Ich habe ein neues Lied gemacht, das ist jetzt gerade, ich war gerade in Wien letzten Samstag und die Nacht davor habe ich es fertig gemacht zum Hippokratischen Eid. Jetzt singe ich die Kurzversion. Eigentlich geht das 11 Minuten 20, aber weil es auf dem Sampler drauf soll, habe ich eine Kurzversion gemacht mit etwas über 6 Minuten. Und die werde ich euch jetzt singen und wir sprechen das teilweise vielleicht zusammen. Genau. Hier ist wieder
gehen immer sehr lang. Ja. Sind sehr inhaltsreich und das, was ich immer ganz fantastisch finde, alles auswendig. Also es ist irre. Wahnsinn. In mehreren Sprachen sogar. Ja, wobei, genau. Ja, ja, das ist okay. Das ist okay. Den Geboten der ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit aus. Sie dürfen keine Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften und Anweisungen beachten, die mit dieser Aufgabe nicht vereinbar sind oder deren Befolgung sie nicht verantworten können. Menschlichkeit und Wohlergehen, die Würde des Patienten sehen, die Freiheit und die Ehre respektieren. Menschenrecht, Autonomie, das ist so wichtig wie noch nie. Das wollen wir auf keinen Fall verlieren. Hippokrates ist mein Idol, es geht hier ums Patientenwohl. Das solltet ihr jetzt endlich mal kapieren. Hippokrates ist mein Idol, es geht hier ums Patientenwohl. Das solltet ihr jetzt endlich mal kapieren. Berufsausübung verpflichtet und hat sein Handeln am Wohlergehen des Patienten auszurichten. Bei der Behandlung hat er die Würde des Menschen und insbesondere das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu beachten. Die Würde des Menschen und insbesondere das Selbstbestimmungsrecht des Patienten. La santé des patients m'intéresse, mais pas les ordres de la politique. Ich verpflichte mich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschheit zu stellen. Gesundheit und das Wohlbefinden meines Patienten werden meine erste Überlegung sein. Ich werde die Autonomie und Würde meines Patienten respektieren. Die Autonomie und Würde respektieren. Thank you.
part in the service of humanity. I swear by my honor, my best ability. I promise that I'll never be a slave or like democracy, and I will keep my promise since I'm free. I promise that I'll never be a slave or like democracy, and I will keep my promise since I'm free. Meine Fähigkeiten, meine medizinischen Fähigkeiten und mein Wissen nicht anwenden, um Menschenrechte oder bürgerliche Freiheiten zu verletzen. Ich werde mein medizinisches Wissen nicht anwenden, um Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten zu verletzen, selbst wenn ich bedroht bin. Ich gelobe dies feierlich aus freien Stücken und bei meiner Ehre. Menschlichkeit und Wohlergehen, die Würde des Patienten sehen, die Freiheit und die Ehre respektieren. Menschenrecht, Autonomie, das ist so wichtig wie noch nie. Das wollen wir auf keinen Fall verlieren. Hippokrates ist mein Idol, es geht hier ums Patientenwohl. Das solltet ihr jetzt endlich mal kapieren. Hippokrates ist mein Idol, es geht hier ums Patientenwohl. Das solltet ihr jetzt endlich mal kapieren. To the service of humanity, I swear by my honor, my best ability. I promise that I'll never be a slave or like democracy, and I will keep my promises and free. I promise that I'll never be a slave or like democracy, and I will keep my promises and free. Tolles Lied rausgehauen. Super, super. Wir sind keine Marionetten der Pharmaindustrie, keine Marionetten der Politiker und auch nicht des World Economic Forum, Dr. Klaus Schwab, Bill Gates oder wie auch immer sie alle heißen, diese ganzen Verbrecher. Wir sind Ärzte und nur dem Wohl des Patienten verpflichtet und nichts anderem. Danke. Bravo.